Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem vorgelegten Antrag, das hat die Kollegin ja deutlich gemacht, möchten die Grünen ein Kriminalstatistikgesetz schaffen. Dieses soll die Untersuchung der Kriminalitätslage, dienen und die Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik ergänzen und, ich füge hinzu, bei der Kriminalitätsbekämpfung unterstützen. So wie Ihr Entwurf allerdings ausgestaltet ist, ist er zum einen zu teuer, zum zweiten zu aufwendig und zum dritten überflüssig bzw. untauglich. Sie kalkulieren voraussichtlich mit nicht mehr als 2 Millionen Euro pro Jahr, voraussichtlich ohne das näher, was die Kostenfolgenabschätzung anbelangt, zu erläutern. Zentrale Bestandteil des Entwurfs ist einmal die gesetzliche Verpflichtung, einen sogenannten periodischen Sicherheitsbericht, und zwar alle 2 Jahre zu erstellen, und zweitens repräsentative Befragungen der Bevölkerung durchzuführen, um dieses Dunkelfeld der Kriminalität zu erhellen, also den Bereich der Straftaten zu erhellen, den die Polizei nicht bearbeitet, weil er bei der Polizei nicht angekommen ist, weil es nicht angezeigt wurde oder weil sie schlichtweg verborgen geblieben sind. Zunächst ist festzuhalten, dass die von Ihnen so kritisierte polizeiliche Kriminalstatistik als Ergebnis einer Auswertung der Zahlen der Länder durch den Bund jährlich erstellt und veröffentlicht wird. Dies ist äußerst umfangreich, keine schnöde Auflistung von Straftaten, sondern sehr detailliert, differenziert, beispielsweise nach vollendeten oder versuchten Taten, nach Deliktsgruppen, nach Tätergruppen, nach Alter der Tätergruppen bzw. nach dem Milieu, großstädtisch oder ländlicher Raum, nach Nationalität, nach Geschlecht. Die Opfer werden genau erfasst. Es bleibt also ausreichend Raum. Auch die Kapitaldelikte werden, was die Begehungsweise, was die Wahl der Tatmittel erfasst, genau bezeichnet. Die PKS lässt durchaus die kriminologischen Studien, die Sie gerne machen würden, zu. Sie lässt durchaus es zu, dass sie Basis für derartige Auswertungen ist. Die Schwachpunkte der PKS will ich ja gar nicht verleugnen. Zum einen ist es eben nur eine Ausgangsstatistik, nur das, was von der Polizei erfasst und endbearbeitet wird, ist darin enthalten. Zum Zweiten, Sie haben es gesagt, das Dunkelfeld wird eben nicht erfasst. Aber nun, meine Damen und Herren von den Grünen, die Sie ja diesen Vorschlag eingebracht haben, glauben Sie denn, dass mit Ihrem Vorschlag einer Bevölkerungsbefragung, das ist ja Teil Ihres Vorschlags, das Dunkelfeld wirklich erhellt wird? Also unsere Polizei genießt nach meiner Überzeugung, dafür spricht auch das, was der letzte periodische Sicherheitsbericht veröffentlicht hat, das Vertrauen der großen Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land. Wer Opfer einer Straftat ist und diese nicht anzeigt, der tut es oftmals aus höchstpersönlichen Gründen und nicht, weil er kein Vertrauen in die Polizei hat. Beim periodischen Sicherheitsbericht des Jahres 2001 haben das gerade mal 1,5% der Befragten angegeben, das Vertrauen in der Polizei sei nicht vorhanden gewesen. Und ich sage ja nur, des Weiteren ist es ja nicht so, dass der periodische Sicherheitsbericht nicht in den letzten Jahren erstellt worden wäre. Zwei haben Sie erwähnt, 2001 und 2006. Ich gebe ja zu, es wäre wünschenswert, pro Legislaturperiode einen Sicherheitsbericht zu haben. Deshalb haben wir das ja in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, weil wir das so machen wollen. Aber alle 2 Jahre macht beim besten Willen keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn, und das nur ganz am Rande bemerkt, einfach die Strafrechtspflege außen vor zu lassen und letztendlich nicht mit aufzunehmen, was denn aus den ganzen angezeigten Straftaten, die die Polizei bearbeitet hat, von den Staatsanwaltschaften angeklagt wurde, am Ende geworden ist. Und ganz besonders hellhörig macht mich eines, wenn ich Ihren Antrag lese. Da steht nämlich drin, dass sich die Antragsteller aus den periodischen Berichten Erkenntnisse für eine fortlaufende Überprüfung der gesetzlichen Bestimmungen in einem für die Grundrechte sensiblen Bereich erhoffen. Was ist das denn? Dient das Ganze am Ende nicht der Kriminalitätsbekämpfung, sondern dient das Ganze am Ende der Rechtspolitik? Ich kann mir Ihre Argumentation schon vorstellen. Unter Berufung auf den periodischen Sicherheitsbericht, unter Berufung auf Expertenmeinungen, kommen Sie dann am Ende und sagen, also das mit der Telefonüberwachung, das ist viel zu exzessiv. Und im Übrigen auch die Vorratsdatenspeicherung, die hat auch keinen Raum mit der Kriminalitätsbekämpfung. Alles in allem sage ich Ihnen, da gehen wir nicht mit. Und in dieser Form lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Als Nächster spricht zu uns der Kollege Lars Herrmann, AfD-Fraktion.